Heute mal ein etwas ungewöhnliches Video, und zwar geht es heute um ein Thema, über das ich schon länger mit euch reden wollte. Vor ziemlich genau 8 Jahren kam nämlich schon mein allererstes Video auf YouTube. 8 Jahre, da war ich 16 zu dem Zeitpunkt. Und schon ab dem allerersten Tag habe ich tatsächlich täglich Videos hochgeladen. Also mindestens 365 pro Jahr. Dazu bin ich auch seit Anfang an eigentlich fast jede Woche am Livestream. Sprich, ja, wenn einfach live, mache, worauf ich Bock habe und rede auch ein bisschen mit euch. Und was als Hobby begonnen hat, wurde dann immer größer. 2016 bis 2018 bin ich schon ordentlich gewachsen und ja, 2019 habe ich dann mein Abitur abgeschlossen und mich dann zum ersten Mal voll auf YouTube konzentriert. Und auch hier ging es durchgehend eigentlich mit täglichen Videos weiter. Nachdem ich dann unfassbare Erfolge auf meinem Clash Royale-Kanal hatte und das Ganze, wie gesagt, zum ersten Mal hauptberuflich machen konnte, kam dann 2020 direkt gleichzeitig auch noch der Brawl Stars-Kanal. Sprich, ja, statt es auf was zu verzichten, habe ich mich zu diesem Zeitpunkt dafür entschieden, einfach beide Kanäle gleichzeitig zu bespielen. Das heißt gleichzeitig coole Brawl Stars Videos und Streams, aber auch weiterhin die Clash Royale Videos, weil die alte Community wollte ich natürlich auch nicht enttäuschen und habe vor allem am Anfang auch noch die Videos alle selber geschnitten. Und selbst die Thumbnails habe ich alle selber gemacht. 2021 war dann auch der komplette Durchbruch jetzt mit Brawl Stars. Erinnert euch vielleicht an die 9 verbleibenden Gegenstände, die mich absolut krass geboostet haben. Und ja, tatsächlich lief auch Clash Royale zu diesem Zeitpunkt unfassbar krass. Aber ihr könnt euch vorstellen, 2 Kanäle auf so einem hohen Level zu bespielen, ist natürlich unfassbar schwierig und stressig. Und so ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass es mir nicht so gut gegangen ist, weil ich einfach zu viel gemacht habe. Ich meine, ich habe während meinem Abitur YouTube gestartet, habe mein Abitur abgeschlossen und bin dann ohne Pause praktisch mit 2 YouTube-Kanälen rein, die super liefen, was ja auch schön ist. Und dann kam auch noch das Power 11 Update in Brawl Stars, also leider auch noch ein Update, was nicht so gut angekommen ist. Ich habe zu diesem Zeitpunkt schon mal weniger hochgeladen, dadurch ging es mir besser, aber ja, das war keine gute Kombination. Ich habe in der Spitze, glaube ich, 90% meiner Zuschauer verloren, was mich natürlich bis heute auch ziemlich beschäftigt, weil es natürlich sehr, sehr bedrückend für einen Creator ist und ich mir natürlich auch Sorgen gemacht habe, werde ich das Ganze jetzt hauptberuflich weitermachen können oder ist es jetzt vorbei, nur weil ich mal eine Pause gemacht habe. Das Jahr 2022 hat angefangen und hier habe ich zum ersten Mal einen großen Schritt gemacht in die richtige Richtung. Ich habe nämlich zum ersten Mal angefangen, mir ein Wochenende zu nehmen, sprich halt nicht 7 Tage die Woche zu arbeiten. Ich habe praktisch davor die kompletten 6 Jahre, würde ich sagen, 5, 6 Jahre komplett jeden Tag gearbeitet, fast ohne Ausnahme, bis auf ein paar Tage vielleicht mal Pause zwischendrin, wo ich dann Videos vorbereitet hatte. In der Zwischenzeit habe ich dann allerdings auch noch Clash of Clans Videos gemacht, unter anderem. Und auch nicht zu vergessen, ich habe noch einen Let's Play Kanal, Jonas spielt, auf dem ich zum Beispiel Zelda gespielt habe, Fortnite und viele andere Games. Hier seht ihr mal den Kanal in der Übersicht, ne? Diese ganzen Zelda Videos und Fall Guys und Among Us und alles habe ich noch aufgenommen, während ich auch noch Clash Royale und Brawl Stars, 2 große Kanäle hatte. Anfang diesen Jahres kam eigentlich dann der Entschluss, wie ihr hier seht, kam dann das letzte Clash Royale Video erstmal. Lag auch daran, dass ich auch unzufrieden mit dem Spiel war. Und ab da war mein Fokus komplett auf unserem Brawl Stars Kanal hier. Und ihr wisst ja, was dann passiert ist. Es ist wirklich komplett eskaliert. Dieses Jahr war einfach nur unglaublich. Und das liegt natürlich vor allem in erster Linie an Brawl Stars, die unfassbar gute Arbeit geleistet haben und sehr krasse Updates rausgebracht haben. Zum anderen liegt es aber natürlich auch daran, dass ich mich komplett auf diesen Brawl Stars-Kanal fokussiert habe und vor allem meine Qualität extrem erhöht habe. Ich mache mir so viele Gedanken wie noch nie, welche Videos ich bringe und stecke auch so viel Arbeit wie noch nie in die Videos rein. Und auch die Cutter kriegen so viel Geld wie noch nie und müssen dementsprechend auch so viel Arbeit wie noch nie in die Videos stecken. Mein Plan war jetzt eigentlich, dass ich dieses Jahr, solange es geht, durchziehen würde, bis dann halt mal eine Phase kommen würde, wo weniger passiert. Das ist aber nicht passiert. Also ihr wisst, vor wenigen Monaten erst waren zum Beispiel die 1 Million Abonnenten und ja, zu diesem Zeitpunkt hatte ich eigentlich kaum Pause gemacht. Und auch dieser Stream ist, finde ich, sehr bezeichnend, denn ich war krank. Ich habe mich krank 6 Stunden, 7 Stunden hingesetzt und krank gestreamt. Gut, klar, weil ich diesen Stream nicht verpassen wollte, aber ich wollte ihn halt unbedingt durchziehen und war danach natürlich auch erstmal völlig fertig, vor allem für die nächsten Tage. Und Brawl Stars hat sich einfach verändert. Im Gegensatz zu früher passiert heute nahezu jeden Tag oder jede Woche irgendwas im Spiel. Ich meine, denkt alleine an dieses Nicht-Tippen-Event oder an die ganzen Skins, die jede Woche rauskommen. Die ganzen Update-News, die ich jeden Tag oder jede Woche bringen kann. Das heißt, egal wann, es gibt keinen Zeitpunkt in Brawl Stars, bei dem eigentlich nichts im Spiel passieren würde. Bestes Beispiel ist zum Beispiel auch letzte Woche. Da war ich bei der Brawl Stars Weltmeisterschaft in Helsinki. Und gleichzeitig kam ja das Trophäen-Update in Brawl Stars zum Beispiel raus, mit allen möglichen Gratisgeschenken und dem neuen Rang 50. Und so habe ich schon im Juli 2024 zum ersten Mal eine erste Pause gebraucht,
Ja, weil ich einfach, ja, davor glaube ich so 12 Monate am Stück durchproduziert hatte. Die einzigen Pausen, die ich davor gemacht habe, waren, ja, als ich ziemlich krank war und als ich Handgelenksschmerzen hatte. Aber das sind ja eigentlich keine wirklichen Urlaubspausen, sondern eigentlich ja eher krankheitsbedingte Ausfälle, würde ich sagen. Ich meine, mir ging es ja zu dem Zeitpunkt auch oft nicht gut und ich meine, wenn man im Bett liegt und man zum Beispiel krank ist, ist es jetzt auch nicht wirklich eine Freizeit oder eine Pause, die man jetzt genießen könnte. Ich war ja im Bett gelegen teilweise einfach nur dann. Dann auch noch die riesige Update-Phase, die wir zuletzt hatten. Da muss ich halt auch viele Videos dann immer selber schneiden zum Update. Und wenige Tage später ging es für mich dann ja eben schon nach Helsinki, nach Finnland. Und ich wollte natürlich auch nichts auslassen. Diese ganzen Boxen, die kamen, die Trophäenboxen hatten wir. Wir hatten die neuen Brawler, wir hatten Shade zum Beispiel auch. Und dann natürlich hier eigentlich für mich ein Riesen-Highlight. Und zwar der Weltmeisterschaftsstream, den ich ja schon für euch angekündigt hatte, der natürlich unbedingt kommen sollte. Ich weiß, dass schon im Stream irgendwie auch haben 3000 Leute auf den Stream schon gewartet. Ja, aber mir ging es tatsächlich nicht so gut. Und ich habe zum ersten Mal halt wirklich gemerkt, dass es halt einfach zu stressig war die Woche. Und die Frage ist natürlich am Ende, was will man ausfallen lassen? Will ich die Update-Videos ausfallen lassen? Will ich nicht nach Helsinki fliegen, was ja auch toll ist? Will ich die Brawlers-WM dann nicht kommentieren? Am Ende habe ich es ausfallen lassen müssen, weil es mir halt einfach nicht gut ging. An der Stelle kommen wir auch noch zum Mobis-Preis. Da bin ich ja eigentlich in den USA nominiert. Es wäre am 19. November in Los Angeles. Ich weiß aber aktuell noch nicht, ob ich jetzt gerade in die USA fliegen möchte. Das wären insgesamt ungefähr 30 bis 40 Stunden Fahrt, die ich alleine hätte hin und zurück. Plus natürlich die Zeitverschiebung. Und natürlich wäre das Ganze auch schon eine Menge weiterer Stress. Deswegen, der Preis gilt auf jeden Fall trotzdem natürlich, ganz wichtig und bedeutet mir auch eine ganze Menge. Also wenn ihr für mich abstimmen wollt, Link, da steht es immer, ist ganz oben in der Beschreibung. Also danke nochmal für jede Stimme. Wir können zum besten Mobile Creator des Jahres gewählt werden. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, ich weiß aktuell jetzt noch nicht, gerade weil es mir natürlich nicht gut geht, ob ich jetzt wirklich 30, 40 Stunden Fahrt und den ganzen Stress mit der Zeitverschiebung mich aussetzen will. Gerade weil es mir natürlich aktuell nicht so gut gegangen ist. Und ich jetzt auch schon aus der Woche in Helsinki lernen will, in der es mir echt nicht gut ging und ich auch viele Streams abbrechen musste. Und das ist auch einfach, was ich jetzt auch lernen musste oder was halt auch in Zukunft eben nicht immer geht. Ich kann nun mal nicht immer zu allem Content bringen. Ich brauche auch mal eine Pause. Und ja, mein größtes Problem ist natürlich einfach, es kommt immer Content. Also das Problem ist halt, wenn ich jetzt eine Woche Urlaub mache und irgendwas kommt, auch irgendwas Spannendes, dann verpasst man das halt vielleicht auch einfach mal. Was natürlich ein bisschen schade, aber ich meine, so viel wird man jetzt nicht verpassen. Die meisten Sachen, ich kann ja meine Pausen auch so timen, dass ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt den Brawl Talk verpassen muss. Zur Brawl Stars WM kommt zum Beispiel noch ein XXL-Video mit den wichtigsten Spielen und dem Finale zusammengefasst, extra für euch. Plus auch ein Vlog direkt aus Finnland, wo ich zum Beispiel auch Danny oder Marcio getroffen habe, die Community-Manager von Brawl Stars. Und auch direkt beim Hauptquartier von Supercell war. Also ich habe schon auch coole Videos für euch aufgenommen. Mein Plan ist jetzt, dass ich mir in Zukunft auf jeden Fall häufiger Pausen nehmen möchte und auch schauen möchte, dass ich die einhalte. Weil, also ja, dieses Jahr habe ich auf jeden Fall deutlich übertrieben. Und mein Ziel ist jetzt gerade erstmal, dass ich mir wenigstens eine Woche Pause nehmen werde. Und ja, trotzdem möchte ich natürlich für euch in der Zeit auch ja, zumindest ein bisschen was vorbereiten. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Aber es werden eben zu lange natürlich keine täglichen Videos kommen. Und auch in Zukunft wird es halt öfters mal Phasen geben, wo halt nicht täglich das Video kommt oder wo ich vielleicht mal auch ein Update oder eine wichtige Update-News zumindest oder ein Event vielleicht einmal verpassen werde. Und das ist auch, glaube ich, normal. Das ist auch normal, aber ich weiß nicht, ob es von mir erwartet wird, aber zumindest habe ich diese Erwartung an mich selber gestellt, dass ich alles für euch mitnehmen wollte und euch alles zeigen wollte. Der Plan ist, dass die nächsten Tage deswegen jetzt nicht täglich ein Video kommt, sondern nur noch alle 2 Tage erstmal für die nächsten, ich schätze mal, 1 bis 2 Wochen. Und ich habe noch diese coole Idee gehabt und zwar habe ich hier so eine Playlist erstellt mit den coolsten und besten Videos aus den letzten Jahren, ne? Also so coole kreative Formate. Zum Beispiel, wie ich an verschiedene Streamer 1000 Euro gespendet habe mit krassen Aufgaben, wie mein Hund meine Brawler gewählt hat, ein Tag in meinem Leben als Vlog. Oder ein Account-Battle, welcher YouTuber den besten Katalog habt. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da direkt vorbeischauen. Ups, was ist das jetzt? Abo-Werbung. Könnt ihr da direkt vorbeischauen, da ist die Playlist verlinkt. Das sind wirklich Videos, die ich euch sehr empfehlen kann, die ihr in der Zeit euch zum Beispiel anschauen könnt oder auf diesem Kanal. Sind inzwischen schon fast 2000 Videos online. Also ich meine, ihr habt ja eigentlich auch genügend Auswahl. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr mich nicht vergesst und auch in Zukunft noch weiter meine Videos schauen werdet. Weil wie gesagt, in der Vergangenheit habe ich halt oft nach Pausen sehr viele Zuschauer verloren gehabt. Deswegen habe ich halt immer ein bisschen Angst davor. Aber man braucht Pausen und ich will in Zukunft deswegen mehr machen. Und rein, da ist immer die Playlist verlinkt, wenn ihr vorbeischauen wollt und gerne eure Meinung ja auch zu dem Thema in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall mehr darauf achten müssen, Pausen zu machen. Haut rein, danke fürs Zuschauen, danke für das krasse Jahr, dass ihr das Ganze auch ermöglicht habt, muss ich auch nochmal gerade sagen. Ciao.